Was, Cassandra? Die Nazis waren nicht rechts, sondern links? Die Quellenangaben, die das beweisen, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Achtung Reichelt benannte in seiner Sendung „Wer nicht links sein will, ist Hitler“, dass die SPD im Berliner Wahlkampf Plakate aufhängt, die ein „Rechts wählen ist so“ 1933-Slogan zeigen. Dass diese Nazi-Vergleiche für die linksgrünen Armbindenliebhaber kein neues Phänomen sind, das seht ihr hier. Bevor ich anfange, weil es eben so schön war, nochmal: Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! AfD bekannt gegeben worden ist. Wir hören es jetzt hier auch gerade im Hintergrund. Nazis raus, Nazis raus, wird hier skandiert. Also laut wie auf einem Rockkonzert hier in der Hamburger Markthalle bei der Hamburger SPD. Aber ist das so? Waren die Nazis tatsächlich rechts? Darum geht es in diesem Video. Der Jurist, Publizist und Politikwissenschaftler Arnulf Barning sagte in der Münchner Runde im Bayerischen Rundfunk eine unerwünschte Wahrheit. Das ganze Gerede davon, es gäbe sozusagen eine ernsthafte rechtsradikale Bedrohung. Ich frage Sie, waren die Nazis rechts? Das halte ich für ein Grundirrtum, übrigens auch von Ihnen. Die Nazis waren nicht rechts, die Nazis waren eine Linkspartei. Lassen Sie uns das fast jetzt nicht aufmachen, ja, sondern lassen Sie uns bei heute bleiben. Rechts und links, die Etiketten spielen eigentlich keine Rolle. Es geht um die Gefahr, in dem Fall mit brauner Gesinnung, mit Nazi-Gesinnung, mit ausländerfeindlichen Parolen. Nein, also wissen Sie, doch, Herr Baring, doch, ja, doch, doch. Der darf ja nicht mal ausreden. Er ist aber nicht der einzige Mensch, der das verstanden hat. Erstens. Die Fahne der NSDAP war auf rotem Grund. Welche Fahnen haben sonst einen roten Grund? Die der großen sozialistischen, menschenverachtenden Diktaturen, der kommunistischen Sowjetunion und der kommunistischen Volksrepublik China. Zweitens. Hitler bekannte sich selbst als Imitator der SPD. So beschrieb der Spiegel 1979, als er seiner Nachrichtenfunktion noch nachkam: Hitler gestand, ich habe vom Marxismus viel gelernt. Diese neuen Mittel des politischen Kampfes gehen ja im Wesentlichen auf die Marxisten zurück. Ich brauche nur diese Mittel zu übernehmen und zu entwickeln und hatte im Wesentlichen, was uns nun tut. Straßenumzüge, Propagandafahrten, Großkundgebungen, das alles war so unverkennbar der SPD abgeschaut, dass sie zu Recht von einem dreisten Plagiat sprach. Die Münchner Post, eine Zeitung der SPD, erboste sich 1923: Sozialistisch ist eine der Sozialdemokratie entwendete Wortbildung. Auch der Ausdruck Parteigenosse ist der Sozialdemokratie gestohlen. Drittens. Links bzw. rechts sein kommt von der Sitzordnung des französischen Parlaments 1814. Links saßen die Abgeordneten, die eine gesellschaftliche und politische Änderung anstrebten. Rechts saßen die Abgeordneten, die die Zustände erhalten wollten. Die Nationalsozialisten verstanden sich wie Mao, Stalin und Lenin als Revolutionäre. Sie waren, wie Marx, explizit gegen die Bourgeoisie und gegen die Aristokratie, bekamen starken Zulauf aus den Reihen des kommunistischen Roten Frontkämpferbundes und standen der traditionellen Religion, dem Christentum, wie auch die Kommunisten, reserviert bis feindlich gegenüber. Goebbels sagte etwa: Wir werden den bürgerlichen Kleinstaat zertrümmern. Oder: Der Liberalismus stirbt. Lang lebe der Sozialismus. Insofern waren die Nazis also links. Viertens. Goebbels, der Propagandaminister und treuer Ergebener Adolf Hitlers, nannte sich selbst einen deutschen Kommunisten. Ich zitiere nur den Spiegel. Und sein Ziel war die Überwindung des Klassenkampfs. Die Bürger nannte er bürgerliches Heuchlerpack. Fünftens. Willy Brandt, der vierte deutsche SPD-Bundeskanzler, bekannt für seinen äußerst umstrittenen Kniefall in Polen, war 1932 Mitglied der SAP, der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands. In einer Rede sagte er damals: Das sozialistische Element des Nationalsozialismus muss von uns erkannt werden. Sechstens. Wie sah sich denn Obersturmbahnführer und Holocaust-Organisator, ein Mensch ohne Schulabschluss und Lehre, Adolf Eichmann, der später vom israelischen Geheimdienst Mossad ausfindig gemacht, entführt und gehängt wurde? Der sah sich auch als Linker. So schrieb er in seinen Memoiren: Meine gefühlsmäßigen politischen Empfindungen lagen links.
das Sozialistische mindestens so betont wie das Nationalistische. Siebtens. Der Experte für jüngere deutsche Geschichte, Politikwissenschaftler, Historiker und Journalist Götz Ali beschrieb in seinem Buch Hitlers Volksstaat das Handeln der Nazis wie folgt. Also sie haben Folgendes. Die Juden werden deportiert. Also erst findet die Beschlagnahmung des Vermögens statt. Sie haben im Jahr 1938 sind die Reichseinnahmen netto zu 10% aus jüdischem Vermögen, 38, also aus dieser Buße, Judenbuße, die nach dem Pogrom verhängt wird, aus der Reichsfluchtsteuer und ähnlichen Erträgen, 10%. Und die reale Lage hat damit zu tun, dass an die normalen deutschen Familien relativ viel bezahlt wird, gleichzeitig eine riesige Aufrüstung stattfindet, die Steuern aber für den Durchschnittsdeutschen nicht erhöht werden und die Sache prima zu laufen scheint. Und zugunsten dieses schönen Scheines wird eine Minderheit vollständig enteignet. Ohne dass irgendjemand anders belastet würde, das ist doch schön. Ja, das ist doch, ohne dass irgendwie diejenigen, die dazugehören, mehr bezahlen müssen. Das Nazi-Regime habe die Deutschen korrumpiert, mit sozialen Wohltaten, mit Aufstiegschancen für den kleinen Mann, mit einer als gerecht empfundenen, weil nach unten umverteilenden Steuerpolitik, mit Bereicherungsmöglichkeiten aus fremdem Eigentum, mit der Lizenz zum Beutemachen, mit der Aussicht auf Sieg und damit Tilgung aller Schuld. Zu den günstigsten, schreibt Ali, zählten 95% der Deutschen. Die tonangebenden 20- bis 30-Jährigen erhoben sich 1935 verächtlich über die Kleingeister. Sie sahen sich als moderne, anti-individualistische Tatmenschen. Sie belächelten des Spießers Sorgen, denn uns gehört das große Morgen. Klingt doch nach sozialistischen Umverteilungsfantasien auf Kosten der Minderheit zum Nutzen der Mehrheit durch eine verrückt gewordene Jugend. Achtens. Joachim Fest. Der bekannte Historiker, der eine der wichtigsten Hitler-Biografien schrieb, sagt über die Nazis. Ich zitiere die linksgrüne Taz. Als im Frühjahr 1933 ganze kommunistische Kampfformationen geschlossen in die SA übertraten, wurde das von den roten Parteisoldaten keineswegs als Bruch empfunden und der Berliner Volkswitz, der diese Einheit als Bulettenstürme verhöhnte, außen braun, innen rot, deckt auf, wie nahe beieinander auch die Öffentlichkeit die einen und die anderen wahrnahmen. Man wechselte sozusagen nur den Anführer und die Fahne, nicht einmal die Treffkneipe. Im Herzen blieb man Sozialist, nur dass man von nun an auch noch national sein durfte, kein Vaterlandsverräter, der Kommentaren. Könnt ihr noch? Ein bisschen noch. Neuntens. Adolf Hitler bekannte in seiner Rede zum 1. Mai 1927. Wir sind Sozialisten. Wir sind Feinde der heutigen kapitalistischen Wirtschaftsordnung für die Ausbeutung der wirtschaftlich Schwachen mit ihren unlauteren Gehältern. Hitler sagte in Bezug auf den aus seiner Sicht rechtsextremen Attentatversuch Stauffenbergs vom 20. Juli 1944, wir haben die linken Klassenkämpfer liquidiert, aber leider haben wir dabei vergessen, auch den Schlag gegen rechts zu führen. Das ist unsere große Unterlassungssünde. Zehntens. So einer wie Kevin Kühnert würde jetzt sagen, aber Hitler hat keine Produktionsmittel verstaatlicht, deswegen kann er gar nicht links gewesen sein. Aber wie es der Historiker und Journalist Sebastian Haffner formulierte, war Hitler ein Mann, der gezielt das Niederreißen von Klassenschranken propagierte, der den Sozialstaat ausbaute und die Krise mit Deficit Spending, Beschäftigungsprogrammen und Staatskonsum bekämpfte. Eine wirtschaftspolitische Variante, die bei linken Ökonomen zu vermehrter Speichelbildung führen dürfte. Elftens. Judenhass. Antisemitismus wird ja bekanntlich den Rechten zugeschrieben. Dabei wird verkannt, dass Antisemitismus auch ein linkes Phänomen ist. Vor dem Zweiten Weltkrieg flohen 70.000 Juden von Osteuropa nach Deutschland, weil sie in der Sowjetunion verfolgt wurden. Goebbels schrieb in seinem Buch Der Nazi-Sozi 1932, wir sind Antisemiten, weil wir Sozialisten sind. Auch hier verortete sich Goebbels mit seinem Antisemitismus, also links. Fazit.
Es dürfte also klar geworden sein, dass eine Verortung der Nazis bei den Sozialisten schwerlich als verschwurbelt darzustellen ist. Vielmehr fällt auf, dass die Nazis sich selbst als links ansahen und sich mit einer sozialistischen Programmatik, Kultur, Sprech- und Denkweise speisten. Dass die Neue Linken nun konservative und liberale Kräfte als Rechtsbrandmarken und ihnen die Nazi-Verbrechen in die Schuhe schieben, gleicht einem geschichtlichen Treppenwitz. Und von euch, liebe Zuseher, würde mich es sehr freuen zu hören, wie eure Familiengeschichte war. Ob eure Familie vielleicht gegen die Nazis vorgegangen ist und welche Partei euch aktuell am meisten zusagt. Meine persönliche Statistik ist, dass die Menschen, deren Familie früher Profiteure der Nazi-Zeit waren, heute vermeintliche Nazis bekämpfen und sich währenddessen selbst wie Nazis verhalten. Bevor ich anfange, weil es eben so schön war, nochmal Nazis raus! Nazis raus! Auch gerade im Hintergrund, Nazis raus, Nazis raus!